Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Roomtour, zu der anderen Roomtour, denn wir sind auf der Boot 2024 und ich muss euch das teuerste, tollste Boot hier auf der Boot 2024 vorstellen, die Princess X95. Ja, und das ist ein Megaboot und viel Spaß bei der Roomtour. Ich bin auf dem teuersten Boot auf der Boot und das muss ich euch mal zeigen. Das ist die Princess, ganz neu, wie heißt sie? Das ist die X95 und ich habe noch keine Ahnung, was dieses Boot kostet, aber ich muss euch da mal mit reinnehmen. Schuhe muss man natürlich ausziehen, ja, allein dieser Boden hier, Teakboden, absolut, absolut Hammer. Aber ich würde sagen, wir fangen da an, wo ich dann schlafen würde, nämlich im Personalbereich und da nehme ich euch mal ganz kurz mit. Der ist nämlich hier unten. Das ist nur Personal. Ey, das ist der Hammer. Ja. Muss man sagen, man könnte schlechter schlafen. Ne? Ganz ehrlich. Wow. Also so eine Roomtour einfach mal zu sehen. Luxus pur. Ja, und wir sind hier wirklich nur ja, im Crewbereich. Wir haben hier ein Badezimmer auf dieser Seite. Wir haben ein Bett auf dieser Seite. Und selbst dieses Badezimmer ist luxuriöser, als ich zu Hause habe, muss ich sagen. Kein Marmor. Ist jetzt Plastik, Kunststoff, aber nicht schlecht. Hast du Platz, locker, mit deiner Freundin da zu liegen? Und ja, auch hier im Badezimmer. Und hier schlafen auch zwei Personen, auch nicht verkehrt. Und habt ihr schon mal den Motor gesehen von so einer Yacht? Dann kommt mal mit. Hier, willkommen im Bereich. Hier ist die Power, ja, V12 Motoren, zwei Stück, also das ist hier schon echt, echt krass, ja, was hier an Technik drin steht und ich muss sagen, hier drin kriege ich kalte Füße, weil wir mussten unsere Schuhe ausziehen, ne? Und ja, die wollten sie ja nicht anders und alles Kamera überwacht. Und ich würde sagen, 8 Uhr, ich muss aufstehen, ich muss die Crew versorgen, dann geht es nämlich dann hoch, direkter Zugang. Auf Deck. Und da bin ich schon. Und ich schnapp mal die Kamera. Ja, hier hinten sitzt ihr total bequem. Voll die schöne Lounge. Und da bin ich mir auch sicher, dass die Tina hier auch sehr gut Platz hätte und sich wohlfühlen könnte, ne Schatzi? Ja. Ja. So. Auf das Boot darf man natürlich nur, wenn man angemeldet ist, mit Termin und natürlich nur mit Personal. Yes. Und ja, Wohnzimmer-Feeling. How much cost is the price? Okay, ich habe gerade erfahren, der Preis für dieses Boot ist in meinen Augen relativ günstig. In Anführungszeichen, ich werde niemals in meinem Leben so viel Geld verdienen. 10 Millionen inklusive Steuern. Und ja, also luxuriöser kann man gar nicht. Sind die echt? Nein, die sind, Schatz, du isst die nicht. Meine Frau liebt Kapstachelbeeren und du isst die nicht. War ja nur eine Frage. Und? Ja, die sind echt. Die und die sind echt, noch gut. Siehst ja. Du, ich habe gestern Abend erst ein ganzes Schälchen voll gefuttert. Gehen wir mal in die Küche, machen wir mal die Roomtour mal weiter. Ja, weiß nicht, ob es euch interessiert. Ich finde es einfach nur total geil. Hammerküche, Miele. Miele-Induktion müsst ihr euch vorstellen. Hier sind Miele-Geräte drin. Bedeutet, Miele macht gute Qualität, auch auf Yachten. So, was haben wir denn hier hinten drin? Boah, meine Fresse, sowas hätte ich gern bei mir zu Hause. Da wäre der Kühlschrank immer voll. Wow, sind die schwer, die Türen schön verriegeln. Einmal, zweimal. Was haben wir hier drin? Oh, Eisfächer. Ich mache jetzt nicht jede Schublade auf, braucht denn denken wird keine klassische Roomtour. Aber Soft-Close-Funktion. Bei dem Preis, bei 10 Millionen, muss man auch davon ausgehen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in diese Richtung und gehen jetzt erstmal hier in dieses kleine Gäste-WC, bevor wir in den nächsten großen Raum gehen. Denn Gäste-WC, echte Fliesen. Und kommen wir jetzt mal zu einem mega geilen Schlafzimmer mit einem mega geilen
Ausblick. Ich muss einfach nur dieses Wort in den Mund nehmen, das ich normalerweise nicht mag. Ja? Also, das ist hier der Hammer. Das ist hier Luxus pur, wirklich. Boah, also wir dürfen uns jetzt hier nicht hinsetzen, weil Betten sind gemacht, klar. Das Klientel, das hier natürlich reinkommt, sollte natürlich auch die Yacht kaufen, ja. Und deswegen, hier kommt er nur rein mit Termin. Und es sind hier auch wirklich echte Verkaufsgespräche. Also hier sind die Leute, die haben hier echt, ja, also ich muss nicht weiter erzählen. Es gibt halt Leute, die so viel Geld haben. Und hier darf man sich hinsetzen. Oh, das finde ich schön. Geh mal ins Badezimmer, zeig denen mal das Badezimmer bitte. Luxus, ne? Pur. Purer Luxus. Ja. Da macht selbst der Toilettengang richtig Spaß. Ja, da brauche ich nicht mal eine Trenntoilette, weil hier habt ihr eine richtige Toilette. Alter, eine Dusche, wie geil, mit Ausblick. Das Problem ist, wenn ich jetzt irgendwo im Hafen bin und bin hier am Duschen, vergesse das Rollo runterzumachen, ist bestimmt ein richtig tolles Bild für die anderen, oder? Was meinst du nicht, dass es von außen getönt? Also von unten auf jeden Fall. Es ist von außen getönt. Guck mal, von unten. Unten siehst du auch die getönte Scheibe. Ja, du siehst es. Es ist total getönt. Ich meine, wenn du das Licht hier anhast, weiß ich aber, was sieht man? Man kann nur eine Jalousie runter machen, das ist möglich. Aber ich nackt hier duschen in so einer Yacht. Ich meine, klar, da würden die Mädels auf mich stehen, weil es ist eine Yacht. Ne? Aber will aber keiner sehen eigentlich in der Regel. Ja, wisst ihr, was hier drin ist? Drückt aufs Knöpfchen, geht ein riesen Fernseher raus. Bräuchte ich bei dieser Yacht gar nicht. Och, ich wäre nur auf Deck, ich würde hier nur schlafen. Und es ist einfach nur richtig, richtig pompös, ja. Aber es geht noch weiter. Es wird noch besser. So. Würde ich sagen. Wir kamen von unten, jetzt müssen wir hoch. Gehen wir einmal die Treppe hier nämlich runter. Das ist nämlich ein Schlafbereich, nicht für Crewmember, sondern für Gäste und für richtige Gäste. Hier, absoluter Hammer. Hier haben wir sogar schöne Kopfhörer und Badezimmer. Muss ich da mehr sagen? Gästebadezimmer. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Und ich würde sagen, gehen wir noch mal rüber auf die andere Seite. Zack. Und auch hier Platz für zwei Personen mit eigenem Badezimmer, eigener Toilette, eigener Dusche. TV-Anschluss, TV haben wir hier, also Aussicht haben wir hier. Also mit sowas Urlaub machen wäre ich dabei, hundertprozentig. Wo kriegen wir jetzt den reichen Scheich her, der uns einlädt? Weiß ich noch nicht, also reicher Scheich bitte abonnieren, ja, Glocke, ne? Und weißt ja, ne? Also wir nehmen wir sofort. Und ja, hier haben wir ein etwas größeres Schlafzimmer, auch nicht setzen. Oh, ist das echt? Das ist, glaube ich, ein bisschen alt, das riecht aber echt. Und ja. Luxuriös, Badezimmerschatz, guck's dir an, das ist der Knaller. Ja, echt der Knaller. Und Leute, die haben hier eine echte Kamera, eine echte Kova. Also das funktioniert noch, das ist keine Deko. Ja, schön wieder hinstellen. Und, was haben wir hier drin? Und hier drin haben wir ein kleines Schränkchen. Passt, Platz genug. Da waren wir. Da waren wir noch nicht, oder? Nein. Oh, da hinten ist auch noch ein Raum. Meine Fresse, sogar mit Sofa. Und ein TV, der ist ja größer als bei mir zu Hause. Mein Gott, ist das hier ein Boot, ey, also. Puh. Auf der Seite zeigt euch Tina gleich mal, haben wir einen Kleiderschrank, begehbar. Mehr Luxus brauche ich eigentlich gar nicht auf so einem Boot. Mehr Luxus bräuchte ich zu Hause auch nicht. Ja. Und die Badezimmer hier unten, weiß nicht, ist halt ein Badezimmer wie oben, ja, wie nebendran. Es ist groß, es ist luxuriös. Oh, eine größere Dusche, als ich sie zu Hause habe. Großes Badezimmer wie oben auch, ja, muss man gar nicht beschreiben. Aber jetzt wird es lustig, weil jetzt gehen wir nämlich dahin, wo ich gerne hingehen würde. Gehen wir jetzt einfach mal wieder die Treppe hoch und selbst auf diesem Teppich laufen, Leute. Ich würde hier nie Schuhe anhaben, das ist so toll. Uff. Das fühlt sich an, wie auf Wolken zu laufen. Und würde ich sagen, kommt mal mit. Gehen jetzt mal hier hoch. So, hier wird es luftiger. Hier habe ich so Loft-Feeling. Kompletter Rundumblick.
Und bevor wir an den Steuerstand gehen, gehen wir jetzt erstmal hier raus und ich muss euch das zeigen. Leute, purer Luxus, Liegen, Sessel, also schöner kann es gar nicht sein. Einfach, hier darf ich mich hinsetzen. Oh. Das Problem ist natürlich, wenn es regnet, müssen diese Sachen natürlich rein, weil ich denke mal nicht, dass die wetterfest sind. Aber mit sowas würde ich ganz gerne mal Urlaub machen. Ne? Wie sieht es bei euch aus? Ihr auch? Wir laufen jetzt einfach mal hier vorne entlang, weil vorne kann man nämlich auch noch ganz, ganz gut sitzen. Muss ich noch mehr sagen? Absoluter Hammer. Muss ich noch mehr sagen? Kekse haben sie mich für mich hingerichtet. Kekse! Danke sogar. Und das schmeckt nicht wirklich. Ja, große Lounge, wo man sich hinsetzen kann. Und auch hier unten, ey, das ist der Knaller. Das ist der absolute Knaller. Hammer. YouTube-Kollegen, wo kommt ihr her? Wie heißt euer Kanal? Bei Skipper & Co. sind wir. Skipper & Co. mal bei YouTube vorbeigucken. Ja? Die machen nur Boote, oder? Ja, wir machen nur Boote. Oder? Ja. Vor allem Oliver. Ja. Oliver und Oliver, genau, ja, richtig. Hi. Und. Aber wisst ihr, was ich hier vermisse? Den Jacuzzi. Ja, den Jacuzzi, den vermisse ich auch. Und. Leute, Hammer. Hammer. Schaut euch meinen neuen Arbeitsbereich an. Das ist mein Steuerstand. Radar. Was ist das? Wind, Richtung, Kamera außen, die Tanks, komplette Technik nehme ich mal an. Hier gibst du Gas. Es wird mir schon gefallen, hier zu sitzen. Und ja, kann man rausfahren, kann man drauf, Hände, also Füße drauf tun, passt. Ist es sportlich fast wie mein Lenkrad in meinem Golf. Nein, viel sportlicher. Also das hier ist echt ein richtig, richtig cooler Bereich. Kompass habe ich sogar da vorne drin, da oben. Da weiß ich immer, wenn ich nach Kompass fahren muss, in welche Richtung ich eigentlich das Steuerrad einschlagen muss. Boah, ich bin so begeistert. Hier kann dann meine nette Frau sitzen, während ich fahre und kann mit mir quatschen, kann mit mir Kaffee trinken oder kann sich da vorne sonnen. Ja, also dieser Ausblick ist sensationell, aber hat das Ding auch ein Abstandstempomat und eine Einparkhilfe? Parkt es automatisch ein? Also ich könnte mir nicht vorstellen, sowas zu bewegen, sowas einzuparken. Zu fahren auf offenem Meer, überhaupt kein Problem, aber einparken? Nee. Wirklich nett. Liebe Zuschauer, das war's jetzt mal mit der speziellen anderen Roomtour von der Boot 2024. Und ich muss sagen, es ist das größte Boot hier auf der Boot. Es ist das längste Boot hier, glaube ich, auf der Boot. Es ist das definitiv teuerste Boot mit 10 Millionen Euro. Es ist das luxuriöseste Boot hier. Und es ist das tollste Boot, auf dem ich jemals in meinem eigenen Leben war. Also die letzte Princess, die letztes Jahr hier war, also das wird hier definitiv getoppt. Ich fühle mich hier wohl, leisten kann ich mir es definitiv nicht. Ja, aber wer weiß, vielleicht findet sich ein edler Spender da draußen, ne? Irgendeiner unter euch. Und in diesem Sinne sage ich jetzt einfach, wenn ihr es getan habt, abonniert den Kanal, gebt mir 10 Millionen Euro, damit ich mir das Boot leisten kann. Und ich sage jetzt einfach, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.